Hallo. Hallo zusammen, hallo. Da sind wir wieder. Uns geht's gut. Sehr gut sogar, ja. Auch wenn wir lang nichts mehr von uns hören haben lassen. Aber wie ihr wisst, das hatte ja einen guten Grund. Wir sind ja umgezogen, haben in unserem Womo gelebt und jetzt wollen wir euch sagen, wie es uns weiter ergangen ist. Gleich geht's los. Ja, mit Wasser brauchen wir nicht anstoßen. Aber es macht einfach durstig. Also an ähnlicher Stelle waren wir Ende Januar gestanden und haben euch erzählt, dass wir von unserem Haus ausgezogen sind in unser Wohnmobil. Und es war ein kalkuliertes Risiko, also Haus verkauft, übergeben und neue Wohnung noch nicht fertig. Es war ein kalkuliertes Risiko, weil wir eben das Wohnmobil haben. Und dann haben wir gesagt, da halten wir dann auch 1, 2, 3 Wochen, im schlimmsten Fall 2 Monate aus. Ja. Und dieser schlimmste Fall ist eingetreten. Wir waren 71 Nächte im Wohnmobil. In der Winterzeit? In der Winterzeit. Gott sei Dank war es ein trockener Winter und kein allzu kalter Winter. Ja. Und wir haben auch anfangs ein bisschen Urlaub gemacht. Ja, ja, das, wir haben ja da schon dazwischen Filme gemacht. Ihr könnt die ja nachschauen in der Playlist. Ich blende mal oben sagen, die Playlist ein. Genau. Ja. Ja. Und es hat uns einfach die Wohnung gefehlt. Ja, also das kann man wirklich sagen. Uns für, also wir sind keine Leute, die immer im Wohnmobil wohnen möchten. Ja, wir haben in den 71 Tagen sehr viel erlebt. Also erstens mal ist die Ossi krank gewesen für zwei Tage. Ja, also es war nichts Schlimmes. Und ich zweimal, also nur eine leichte Erkältung, es war in beiden Fällen nichts Schlimmes, aber das ging gut. Wir haben uns jeweils gut erholt dann. Wir haben uns dann halt irgendwo hingestellt und haben da 2 Tage oder 3 Tage mal Rast gemacht. Auch mit der Wäsche war kein Problem. Ja. Und wenn ich mir anschaue, wie der Umzugslaster gekommen ist mit Anhänger, ja, ein großer LKW mit Anhänger und hat Sachen gebracht für uns beide Leute, dann muss ich sagen, das sind alles Sachen gewesen, die wir im Großen und Ganzen die letzten 71 Tage nicht vermisst haben. Ja, es war eigentlich nichts drin, was wir vermisst haben. Im Gegenteil, wir waren völlig überrascht, was alles aus den Kisten zum Vorschein kam. Aber trotzdem möchten wir dieses spartanische Leben, in Anführungszeichen natürlich spartanisch, im Wohnmobil nicht weiterleben. Das ist nicht unsere Welt. Nein, es ist wunderschön im Wohnmobil. Und ich freue mich, oder wir beide freuen uns auch wieder richtig drauf, wenn wir jetzt dann mit unserem Gustl wieder ein bisschen durch die Gegend fahren können, schöne Sachen uns anschauen. Darauf freue ich mich riesig. Aber dauerhaft hier drin zu wohnen, muss ich euch sagen, das wäre nichts für uns. Ja, man muss aber dazu sagen, das ist natürlich individuell. Ja. Wir haben Leute getroffen, die haben eine Wohnung zu Hause und die leben lieber im Wohnmobil. Wir haben Leute getroffen, die sind in einem kleineren Wohnmobil mehr oder weniger zu Hause. Ja. 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 Und ja, also selbst wenn der Gustl doppelt so groß wäre, wir möchten das nicht. Nein. Wir brauchen einfach eine feste Wohnung. Ja. 4 Wände um uns herum und die haben wir gefunden. Wir sind sehr zufrieden. Es sind auch einige von euch, die gesagt haben, wie kann man vom Bodensee wegziehen. Wir haben das nicht bereut. Wir waren auch ein paar Mal schon in Konstanz wieder. Ja. Und das Lustige ist natürlich, da wo wir früher als Anwohner spazieren gegangen sind am See, da waren wir jetzt mit unserem Wohnmobil über Nacht gestanden. Ja, wohnungslos sozusagen. Ja. Ja, und es hat uns überhaupt nichts ausgemacht. Nein, also die Entscheidung, da sind wir nach wie vor richtig, zumal wir in unserer Wohnung, mit unserer Wohnung sehr glücklich sind. Ja. Ja, also bis jetzt ist auf jeden Fall alles mal im grünen Bereich. Ja. Also um aber auch noch mal zurückzukommen auf das Leben im Wohnmobil. Es ist ja sehr beengt und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, am Anfang hatten wir auch schon mal die ein oder andere Diskussion. Ja, und ein bisschen etwa Unstimmigkeiten, weil das ist natürlich schon ein Unterschied, auf so beengtem Raum 24 Stunden aufeinander zu sitzen. Ja, vor allen Dingen, ohne man kann sich schwierig aus dem Weg gehen. Ja, denn es war ja eben, wie gesagt, es war ja auch Winter und wir waren eigentlich
kaum also draußen, um irgendwelche Ausflüge zu machen. Es war einfach das Wetter nicht danach. Also wir waren wirklich die meiste Zeit in unserem Wohnmobil. Ja. Was für mich das Schwierigste oder das Unglaublichste gewesen ist, ich habe mir so viele Dinge vorgenommen, wie zum Beispiel Steuererklärung machen. Ich denke mal, jetzt hast du ja dann jede Menge Zeit, eine Steuererklärung zu machen. Ich habe keinen Strich getan von der Steuererklärung, weil ich da gar nicht den Drive gehabt habe. Wenn ich daheim, ich habe daheim einen Schreibtisch, also daheim ist natürlich klar, das ist meine neue Wohnung, da habe ich einen Schreibtisch, da habe ich meine Aktenordner und da lege ich das hin und dann ziehe ich diese Sachen durch. Da war im Wohnmobil gar nicht dran zu denken. Nachdem unser Haus oder unsere Wohnung ja noch ein bisschen in der Bauphase gewesen ist, muss man dann das eine oder andere natürlich schon an bürokratischen Dingen erledigen. Das ging dann ganz gut, aber es war natürlich nicht so, als wenn man den Ordner aus dem Aktenschrank rauszieht, der war dann irgendwo unter einem Polster versteckt und da haben wir dann immer wieder raus und wieder gleich wieder aufräumen müssen. Ja, also, eben das Thema Aufräumen ist natürlich schon, ja, wenn man so auf engem Raum wohnt, das waren ja eigentlich auch die meiste Zeit uns, also die, wenn wir einen Reibungspunkt hatten, dann einfach nur das Aufräumen, weil das ist einfach eng und da kann nicht überall alles rumliegen. Und wie man so schön sagt, Akte aus dem Fach rausholen und dann irgendwo liegen lasse. Das geht einfach dann nicht. Das ist zu eng. Man muss es dann immer gleich wieder wegräumen. Ja, und man kann natürlich auch zu penibel sein. Nein, aber da muss ich auch sagen, das hat sich dann so im Laufe der Zeit auch eingespielt. Ja, also wir sind, genau. Also es hat sich eingespielt, dieses chaotische Durcheinander manchmal. Das wurde, also je länger wir im Wohnmobil waren, desto besser lief es eigentlich auch. Aber es gab auch eine Zeit, wo wir von allen im Prinzip mehr oder weniger die Nase voll gehabt haben. Wir waren zum Beispiel in Scheidig, war das, oder? Wo waren wir da? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Bei Oberstdorf waren wir doch mal. Da haben wir gar nicht einmal die Lust gehabt, ein Video zu drehen. Im Oberjoch war das. Im Oberjoch war das. Da waren wir mit dem Wohnmobil. Mhm. War eigentlich eine schöne Sache. Wir haben mit dem Schnee und alles. War herrliches Wetter. Aber wir hatten einfach keine Lust dazu. Ja, dann sind wir einfach dort ein bisschen gewesen, ein paar Tage, und haben nichts davon gedreht. Den Rest unserer Stationen haben wir ja hauptsächlich gedreht. Ja, meiste schon. Nicht alles natürlich. Ja. Also man wird auch irgendwie lahm, oder? Kann man das jetzt irgendwie so sagen? Es fehlt einem die Power irgendwie manchmal. Ja, man muss halt auch mal Auszeit nehmen. Ja, also es war dann schon, wir mussten uns manchmal selber wenig in den Hintern treten und sagen, komm, jetzt gehen wir einfach mal raus. Man war da so irgendwie so drin. Es hat irgendwie die Power gefehlt, oder? Also würde ich jetzt mal sagen. Lassen wir mal so stehen. Ja. So, was ein permanenter Punkt war das Internet. Ja. Wir haben permanent zu wenig gehabt. Also ich muss dazu sagen, wir haben so 20 GB oder wie viel das auch immer sind, haben wir von 1&1 so einen mobilen Router. Ja. Aber da haben wir ja auch viele Hinweise bekommen, wie wir es besser machen können. Vielen Dank für die vielen E-Mails, die mir nicht mehr dazukommen sind, die zu beantworten. Das war einfach dann auch zu viele E-Mails. Aber wir haben sie alle durchgelesen. Wir haben versucht, dann alle Kommentare unter den Videos zu beantworten. Es sind viele nützliche Hinweise gekommen. Heute weiß ich auch, auf was man etwas besser achten muss, um sich einfach diese mobile LTE zu erhalten. Und es gibt da sicherlich bessere Lösungen, als wir mit dem Router haben. Nur was Neues wollten wir uns nicht anschaffen, denn wir haben ja jetzt dann wieder festes Internet. Es kam auch mal das Thema auf, für was überhaupt noch ein festes Internet. Ja, also da ist es das Thema Flatrate. Denn diese mobile LTE, die mögen zwar schnell sein, aber das ist immer ein begrenztes Datenvolumen, und wenn man viel am Fernseher mit Internet schaut, dann ist eine Flatrate natürlich schon sinnvoll, und das haben wir jetzt da wo wir wohnen, Glasfaser haben. Es war einfach durch dieses Internet, dass wir uns da auch nicht, dass wir da halt nicht so viel diese Power hatten, lag auch daran, dass wir ja wussten, dass es eigentlich nur ein begrenzter Zeitraum war. Eben, deswegen haben wir es nicht ausgebaut, sonst hätten wir uns eins zugelegt. Wir haben dann auch Plätze immer, wenn wir Video hochladen wollen, aufgesucht, wo kostenloses WLAN angeboten wurde, wie zum Beispiel in Weinsberg. Ja. Und in Weinsberg, und da möchten wir jetzt ganz herzlich nochmal grüßen an den
Womo-Fahrer, wir wissen nicht mal seinen Namen. Nein. Da klopft es auf einmal an unserer Tür und dann heißt es, hallo, ich denke, ich fahre vorbei, wohnt ein Anwohner von Weinsberg, ja, und sagt, da sehe ich ein Konstanzer Wohnmobil, dann denke ich mal, das sind bestimmt Ossi und Helle, klopft an, ja, und wir haben uns riesig gefreut, ja, wir haben bloß ein paar Wanne gewechselt und am nächsten Tag ist er dann nochmal gekommen und hat uns eine Flasche Wein gebracht. Vielen Dank, unbekannterweise von unserer Seite. Wir haben uns den Namen leider nicht gemerkt, aber wir bedanken uns immer ganz herzlich. Der Wein hat gut geschmeckt. Der war lecker, ja. Und wir fanden das ganz toll. Also auch so haben wir viele, viele nette Begegnungen gehabt, ja. muss man ganz klar sagen. Ja. Wir sind auch öfters an den Stellplätzen erkannt worden. Wenn ihr uns mal seht, sprecht uns an. Hat uns schon gefreut, war ja interessant immer zu hören, wie es den anderen Wohnmobilisten so geht. Ja. Auch wenn ich nicht so kommunikativ bin, die Ursi ist es auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann haben wir natürlich auch Langzeitcamper kennengelernt, die also dauerhaft im Wohnmobil leben, die das gar nicht verstehen können, dass wir auf eine Wohnung aus sind. Ja. Ja. Mhm. Ist so. Also wir haben ein Ehepaar kennengelernt, die haben eine Wohnung, aber die sind lieber mit Wohnmobil unterwegs, die fahren nur selten zur Wohnung. Ja, jeder Mensch nach seiner Fassung, das ist ja das Schöne ja, an einer pluralistischen Gesellschaft. Es kann jeder machen, was er will. Und unsere Sache ist es auf jeden Fall nicht. Nein, es ist einfach ein großer Unterschied. Gehe ich jetzt mal eine gewisse Zeit, ich sage jetzt einfach mal so ein Jahr, auf Reisen, dann bin ich ja immer ständig im Fluss, immer unterwegs. Ja. Da fahre ich überall hin, schaue mir die Sachen an. Aber wir waren ja nicht im Urlaub. Wir haben uns ja keine Auszeit genommen, sondern wir haben hier drin gelebt. Also unseren Alltag. Wir sind ja auch noch berufstätig. Das musste alles bewältigt werden. Und also wir konnten gar nicht wegfahren, schon alleine auch um Wohnung. Ja, und kümmern mussten uns. Ja, und eben, dann muss man so ja ummelden. Da muss man schauen, dass es mit der Post hinhaut und alles, was alles auch eine sehr interessante Erfahrung natürlich war. Also wir sagen jetzt immer eigentlich, wir möchten das nicht missen. Die Zeit hat uns bereichert. Ja. Aber wir brauchen sie kein zweites Mal. Nö, nicht unbedingt. Muss nicht sein, aber sollte da, man weiß ja nie, was alles noch im Leben auf einem zukommt, dann wissen wir wenigstens, dass wir das auch bewältigen können. Ja. Also ich sag mal so, ich freue mich jetzt, dass ich wieder in meiner Wohnung bin, wenn ich nach Hause komme. Absolut. Aber so schlimm, hier im Wohnmobil zu leben, war es auch nicht. Nein? Aber ich habe mir es angenehmer vorgestellt. Also, ich möchte es nicht mehr machen, wenn es nicht einen wichtigen Grund gibt, ja, so lange im Wohnmobil zu sein, nein, ohne eine Wohnung. Nein, aber ich freue mich jetzt wieder, wenn wir dann mit dem Gustl wieder unterwegs sind. Ja, das sind auf jeden Fall. Mhm. So, noch eine Sache haben wir gemacht, das war ganz interessant. Wir waren ja also auf keinen einzigen Campingplatz in der ganzen Zeit, wenn wir Wäsche zu waschen hatten. Da sind wir in Waschsalons gegangen, die es überall gibt, in jeder größeren Stadt. Ja, was jetzt nicht unbedingt mein Ding ist. Ja, die Problematik ist eher davor mit dem Wohnmobil mit 7,5 Meter zu parken, aber auch das haben wir irgendwie eigentlich immer Glück. In Stuttgart. Ja, also da fuhren wir gerade frei worden und wir konnten wunderbar reinfahren. Also da hatten wir Glück. Also dann ja in solche Städten. Es war schon einmal mit so einem Wohnmobil, was ja 7,5 Meter hat, ist das manchmal nicht so ganz einfach. Ja. Wir waren freigestanden zu 30%. Und zu 70% auf offiziell ausgewiesenen Stellplätzen. Ja. Aber wir haben uns nicht die Massenstellplätze ausgesucht, sondern eher die ein bisschen am Rande sind. Und da waren wir oftmals auch die einzigen Wohnmobile. Was vielleicht auch noch ein bisschen mit der Jahreszeit ja auch wenig zusammenhängt, dass nicht so viele unterwegs waren. Und was uns aufgefallen ist, dass da viele Camper, also ohne dass sie uns jetzt gekannt haben, natürlich die Nähe gesucht haben. Also wir waren ein paar Mal an ganz einsamen Plätzen oder einfachen Plätzen gestanden, ja, an einem Eck. Und am nächsten Tag stand direkt 2 Meter direkt neben uns einer. Ja, das ist uns mehrmals passiert. Obwohl der sicherlich ja
50 Meter weiter weggeht. Ja, ohne können. Probleme, ja. Ja, das war ein riesen Platz. Da hatten mindestens 20 Homos, hätten da Platz gehabt, ja. Und er stand genau neben uns, also dass man kaum mehr aus der Tür rauskam. Das hat uns dann doch etwas überrascht und ein bisschen verwundert, ja. Ja, also ich fand's blöd, ja. Also, wenn 1000 Quadratmeter Platz ist und der stellt sich genau neben dran, als wenn hier Parklücken wären. Also, das haben wir ein paar Mal, wir haben ja schon öfters darüber gelesen, dass manche sich darüber aufregen. Also ich muss sagen, ich fand es auch nicht so toll. Ja. Ja, also aufgeregt haben wir uns jetzt natürlich nicht. Aber, also wir fanden es irgendwie amüsant und ja, also es war eine Erfahrung eigentlich, ja, die wir da auch wieder gemacht haben. Denn ja, es gab solche und solche Erfahrungen. Jetzt kommt gerade ein Schiff. Schön. Wir stehen nämlich hier jetzt direkt am Neckar und jetzt kommt wieder so ein Neckarschiff. Ja, das ist am Neckar sind es Neckarschiffe. Ja, diese Lastschiffe meinte ich jetzt einfach. Ein Containerschiff ist ja keins, es ist ein Lastschiff. Was hat denn der geladen? Sand, wie es aussieht. Ja, und dann haben wir noch was. Wie geht es jetzt weiter? Also wir sind jetzt in unserer Wohnung, wir waren jetzt abgemeldet, ca. 4 Wochen. Wir hatten viel zu tun, wir haben unsere Kisten auszupacken. Ihr glaubt gar nicht, was zwei Menschen alles an Sachen besitzen können. Ja, ja. Ja. Wir haben natürlich auch einige Möbel entsorgt bzw. zurückgelassen. Das heißt, wir müssten uns ein paar neue Möbel kaufen, wir brauchen ein paar neue Vorhänge. Ja. Und diese Kleinigkeiten, die haben wir jetzt alle erledigt, weitestgehend, ja. Und jetzt geht unser normaler Alltag langsam wieder los. Mhm. Wir haben natürlich wieder vor, unsere Wochenendausflüge zu machen. Also diese Serie, jetzt unser Leben im Wohnmobil, die wird hiermit beendet mit diesem Video. Aber es geht weiter, wir machen wieder unsere Ausflüge. Wir wohnen ja jetzt dann auch etwas nördlicher von Konstanz, also im Odenwaldkreis, aber im Odenwaldkreis. Das ist kein Odenwaldkreis. Ja, nein, noch nicht. Aber noch ganz, nicht. Ganz im Heilbronner Land. Richtig. Wir werden also da noch wieder ein paar Reiseberichte machen. Und dann haben wir ja das neue Kenwood Navi. Ich muss ja mal schauen, das würde ich jetzt da mal rausziehen, dass ich euch das mal zeige. Nee, das würde ich jetzt einen nicht machen. Wir machen, warum willst du das jetzt zeigen? Das hat jetzt hier gar nichts zu tun. Das kommt ja noch. Also, okay. Kommt ja noch. Wenn die Josi das sagt, ist es so. Ja, also da brauchen wir ja jetzt keinen Bericht über dieses Navi machen. Gut, also das werde ich euch vorstellen. Dann werden wir uns einen Gastank einbauen lassen. Das passiert also schon übernächste Woche. Wir werden unsere Solaranlage deutlich erweitern, damit wir noch leichter frei stehen können, autark stehen können. Ja, und dass wir da noch Wetter. Unabhängiger sind. Ja. Und wir werden uns ein Fantastic Fend einbauen. Mhm. Und auch darüber werden wir euch ein Video drehen. Mhm. Und dann wollen wir eine Ordnung in unserer Heckgarage schaffen. Das geht dann schon Ende der Woche los. Mhm. Und ja, auch das werden wir im Video festhalten. Wie unsere Heckgarage. Habt ihr gehört? Sind. Ordnung. Nicht im Wohnbereich, aber immerhin in der Heckgarage. Ihr habt Ordnung gehört und nicht Biegeligkeit. Ja. Ja, also, Lucy, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Ja. Also. Vielen Dank für die Begleitung. Mhm. Es war schön, dass wir so viele Kommentare gehabt haben, dass wir so viele Leute getroffen haben, ja, und so nette Kontakte gehabt haben. Auch die freundlichen Kommentare, die E-Mails und alles, das hat uns alles sehr gefreut. Mhm. Wir haben alles gelesen natürlich, auch wenn wir nicht alles beantwortet haben. Ja, das sagst du jedes Mal. Ich glaube, in diesem Video hast du es jetzt schon 3-mal gesagt. Ja, okay. Ist aber auch zutreffend. Ja. Und wir melden uns wieder von Reisen oder dann aus der Technik-Ecke. Von beidem. Wir versuchen das ein bisschen abwechselnd zu machen, würde ich sagen, oder? Jawohl. Und jetzt schauen wir, dass wir das Video heute noch hochkriegen. Mhm. Wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche, in den Mai. Das Wetter wird ja wieder schön. Ja, bald ist ja der Mai. Ja, der Boden hat wieder etwas Wasser bekommen, weil es jetzt die letzten Tage etwas geregnet hat, Gott sei Dank. Ja. Waldbrandgefahr ist getilgt. Ja, genau. Hoffentlich. Ja, auf jeden Fall mal hier in der Gegend. Ja. Und ja, wir sehen uns ja wieder. Alles Neue macht der Mai, oder wie war das? Alles Neue macht der Mai. Ja, so ähnlich, ja. Also, macht's gut.
haltet die Ohren steif und bleibt am Video. Wir kommen wieder. Ja, wir sind noch nie weg gewesen. Nein, die haben die Hochbombe abgetaucht. Ja, das darf man auch mal. Also tschüss zusammen, macht's gut, bis dann. Wir sehen uns. Ja, ciao. Tschüss.